Gegner sind. Ja, da können wir auch direkt zu dem hier gehen. An den Templeragenten, holen uns danach die Rüstung und dann machen wir eine Mission oder so. Eine Hauptmission. Machen wir da mal kurz Diebe hin. Euch Weisheit. Ein guter Tausch. Aber einer übervorteilt uns. Er missbraucht das Vertrauen, das so schwer aufzubauen war. Kommt und seht, was mit euren Spenden geschah. Zwei unserer Brüder erschlagen von ihrem Mentor. Die Borgia kauften Ristoros Unschuld. Gott missbilligt die Stolzen und erbarmt sich der Demütigen. Ristoro kennt keine Demut. Er hat sein Armutsgelübde gebrochen, hat seine Keuschheit besudelt. Er wird sich verantworten müssen. Deus omnes vel absolvit vel judicat. Geh! Wie starben diese Männer? Sie stellten Ristoro in Frage. Und nun liegen sie hier, vergiftet. Ihr stellt ihn auch in Frage. Fürchtet ihr seine Rache nicht? Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Ich blieb meinem Schwur treu. Ich lege mein Schicksal in die Hände Gottes. Deus auscultat. Euer Schwur hindert euch, also sucht ihr einen anderen, der zur Tat schreitet. Bitte versteht, ich kann nicht töten. Exkommunikation. Bruder Ristoro versteckt sich in der Nähe seiner Kirche. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Bruder Ristoro durch ein Luftattentat eliminieren. Ja, das aber ich. Wo ist Ristoro? Er wird in der Kirche sein. Ist aber stets von Wachen umgeben. Die Borgia können ihn nicht vor mir schützen. Gebt! Und euch wird gegeben werden! Denn so wie ihr die anderen behandelt, werdet auch ihr. Doch Bruder Ristoro spuckt auf sie! Ja, jedenfalls müssen wir jetzt Bruder Ristoro töten. Ein Templeragent. Perfekt. Zwei Assassinen. Requiescat in pace. Ruht Bruder Ristoro in Frieden mit zwei Assassinen und einem Luftattentat. 100% sage ich dann nur und schon sind wir wieder im Geschäft, mein Freund. So geht das aus.
Du hast Nerven. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Ich will noch meine gerade zu Isola wieder zurückgehen. Hier. Und dann kurz mir eine Rüstung wiederholen. Nicht wiederholen, sondern holen eine bessere Rüstung bzw. den Geschäftsauftrag beenden. Und bei den anderen gerade nachgucken, wie es da steht, was Geschäftsaufträge gerade so in der Mache sein sollen oder müssen, keine Ahnung. Mal sehen, ne? Und ja. So, ich wollte kurz die Markierung wegmachen. Kurz mal ein bisschen Geld abgehoben und jetzt wieder zum Schmied. Gibt es nämlich Geschäftsaufträge, genau. Den habe ich nämlich schon beendet und den kann ich jetzt auch beenden. Somit ist ja jedes Schwert schlechter. Ist auch schlechter und das ist sowieso schlechter. Okay, holen wir uns die gekerbte Ochsenzunge. Wir haben ja außerdem wieder ein neues, nämlich Blutgeld. Aber das werde ich jetzt, glaube ich, nicht so interessant verfolgen. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Kurz dann nochmal im Versteck gucken, was jetzt die besten Rüstungsteile sind. Was fehlt mir denn da noch? Einmal Akonit. Akonit. Okay, das werde ich versuchen auch noch zu besorgen. Freunde!
Zuerst mal alle Schatzkarten kaufen. Ich will, wie gesagt, einmal Papava Silvaticum noch. Akonit und Papava Silvaticum. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung. Messergürtelerweiterung. Aha. Und der große Köch, wie gesagt, dafür brauchen wir aber. Aber für den Geschäftsauftrag. Da fehlt uns noch viermal Seide. Danke, Senor. Der oh, imbecille. So, ich werde jetzt nochmal kurz und knackig kurz in den Unterschlupf gehen. Also 6 von 10 Federn habe ich im Moment. Noch nicht sehr viel, aber es sind schon mal eine ganze Menge. Also. Was ist das denn jetzt? Römische Richter. Also, minus 4, minus 3. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, minus 2, minus 1. Okay, die nicht. Minus 1,5, minus 1, minus 2, minus 1. Armschützer sind gleich. Platten, achso, Plattenpanzer. Okay, hier fehlt ja auch noch was. Genau, also die Rüstung, die Solznova-Rüstung ist ja noch nicht durch. Aber somit haben wir ja schon mal die besten Teile. Hier, nämlich Armschützer und Stiefel fehlen noch. Alles klar. Ja, ich denke, die Konstellation so lasse ich jetzt im Moment, bis ich, ja, was Besseres, bis ich die anderen Säusenhofer-Rüstungen kaufen kann. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Frage ist jetzt, wo bin ich? Wo muss ich hin? Zu Diebesgilde habe ich gehört. Zu Diebesgilde, ja. Ich denke, dann gehen wir auch zu Diebesgilde. Oder denkt der jemand anders? Nee, denke ich nicht. Also ich will vorher noch den Tempelagenten machen. Ich komme auf die Uhr. Ja, nee, ich mache jetzt die Hauptmission. Habt ihr euch verdient. Gehe ich direkt wieder rein und fahre mit Schnellreise dorthin. Und dann, okay, fahren wir. Reisen wir zur Diebesgilde. Auf geht's. Und machen einmal die erste Mission in Sequenz 7.